Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Anthony, zurück in Saarbrücken. Bisschen unerfreulich für euch diesmal, ne? Ja, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, man freut sich trotzdem immer wieder, alte Gesichter wiederzusehen. Ergebnistechnisch natürlich nicht das Erwartete, was wir uns hier erhofft haben. Müssen in der nächsten Woche den Bock wieder umstoßen und weiter geht's. Ja. Woran hat's denn gelegen? Ich meine, in der ersten Halbzeit war fast nicht zu sehen von euch, ne? In der ersten Halbzeit waren wir gar nicht da, haben das in der Halbzeit angesprochen. Ich glaube, zweite Halbzeit war besser, aber so richtige Torchancen haben wir, glaube ich, auch nicht. Also fällt jetzt zumindest keine ein. Ja, ihr habt so ein bisschen eine Bewegung wie Saarbrücken. Das läuft mal sehr, sehr gut gegen Dresden, gegen Regensburg und dann komplette Ausfälle. Ne? Ja, ich glaube, das ist noch so ein bisschen, wir müssen uns halt noch weiterentwickeln. Wir spielen jetzt das erste Jahr so zusammen. Ja. Und man merkt halt, dass wir noch Höhen und Tiefen haben. Und ja, das ist einfach eine Entwicklungssache und da hoffe ich, dass wir nächstes Jahr dann trotzdem auch einen Schritt weiter sind. Ja, es ist ja auch angekündigt, dieses Jahr ist noch so ein bisschen, ne, Open End, aber nächstes Jahr wollt ihr richtig angreifen. Lass uns erstmal die Saison zu Ende spielen. Und ja, in der dritten Liga kann man ähnlich sagen, man will jetzt unbedingt hoch, man sieht es gerade oben. Die reden vom Aufstieg und auf einmal sind es nur noch 2 Punkte oder vielleicht sogar gar keiner mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie die Ergebnisse heute ausgegangen sind. Ja. Deswegen immer schön sachlich bleiben und wissen, wo man herkommt und was man zur Verfügung hat und entspannt bleiben. Ja.